Herzlich auf, ihr Leute. Martin. Specht. Zum Wohl. Mein neues Lied widmet sich der aktuellen Situation in unserem Land. Also der Corona-Krise. Man kommt ja nicht dran rum. Es nimmt die Situation ein bisschen auf die Schippe. Ich möchte doch vorher betonen, dass ich mich nicht lustig machen will über Menschen, die krank sind, die es erwischt hat, die vielleicht sogar einen schweren Verlauf haben, die auf einer Intensivstation liegen, und auch nicht über Menschen, die vielleicht wieder gesund geworden sind, aber schwere Nebenwirkungen haben, die vielleicht auch ein bisschen länger bleiben oder immer bleiben. Und natürlich auch nicht über Leute, die liebe Angehörige verloren haben. Das liegt mir fern. Ich möchte nur auf kabarettistische Art und Weise mal so ein bisschen die in Frage stellen, ob die Maßnahmen der Regierung wirklich dazu geeignet sind, das alles einzudämmen, oder ob sie nicht doch eher zu Verunsicherung und zu Unzufriedenheit führen. Also immer das Lied mit einem Augenzwinkern und einem Specht ist immer gut. Das letzte Jahr muss ein ganz besonderes sein. Das geht wahrscheinlich in der Geschichte ein. Die deutsche Sprache und das Zahlensystem, die haben dazu gewonnen. Dem letzten Jahr, da wurde eine neue Zahl erfunden. Die Inzidenz, das ist eine Zahl, die ist einfach nicht genial. Mit der Zahl macht man im Nu schon am Geschäft auf und zu. Tut man die Zahl etablieren, kann man das Volk gut kontrollieren. Beim Honey und beim Egon Krenz, da ging das ohne Inzidenz. Vorzwegern, da hat in unserem Land kein scher Mensch die Inzidenz gekannt. Vielleicht ist es bloß eine Schwäche oder ein wildes Vieh oder eine Biesefrau. Man weiß ja nie, was ist die Inzidenz. Wester Spahn, unser Jens. Die Inzidenz, das ist eine Zahl, die ist einfach nicht genial. Mit der Zahl macht man im Nu schon an Geschäfte auf und zu. Tut man die Zahl etablieren, kann man das Volk gut kontrollieren. Theater und die Kneipen, die haben Konzepte ausgeheckt, haben investiert, damit sich keiner ansteckt. Plexiglas dran Wände, das war der Clou. Trotzdem sagt der Lauterbach, wir machen alles zu. Das liegt an der Inzidenz. Wester Spahn, unser Jens. Die Inzidenz, das ist eine Zahl, die ist einfach nicht genial. Mit der Zahl macht man im Nu schon an Geschäfte auf und zu. Tut man die Zahl etablieren, kann man das Volk gut kontrollieren. Früher machten die Betriebe manchmal Heimarbeit. Homeoffice heißt das in der heutigen Zeit. Kriegen die Kinder Hausaufgaben,
wird es in unserem Land. Seit einiger Zeit Homeschooling genannt. Das liegt an der Inzidenz, das Westerspahn unser Jens. Der Inzidenz, das ist eine Zahl, die ist einfach nicht genial. Mit der Zahl macht man im Nu schon ein Geschäft auf und zu. Tut man die Zahl etablieren, kann man das Volk gut kontrollieren. Bundestagspolitiker an die jeden Gericht. Das rechts und lahm, hinten und vorne nicht. Mit Getrickse und Geschummel tut er sich einen Zuschlag holen. Am Ende muss der Steuerzahler, also wir müssen es bezahlen. Ne, so eine Inzidenz bezahlt er nicht, der Spahn, der Jens. Die Leute aus seiner Partei greifen in unsere Taschen ein. An so einer Pandemie wird sich bereichert mit Beschiss. Ich hab Angst, dass das näher die Spitz vom Eisberg ist. Und wie lang noch gibt's diese Zahl? Bis September? Dann ist wohl. Ihr Leute, bleibt gesund. Zum Wohl. Specht.